Es machen will, soll es machen. Ist nicht mein Ding. So, wo haben wir denn hier? Wir hatten doch noch. Nee. War das schon das? Nee, oder? Ach, hier, Raw Beef. Das war's. 2, 3, 4. Wollen wir natürlich auch noch fertig machen hier. Into fettiges Beef. Voll into fettiges Beef. Hier haben wir dann auch noch einen schönen Teich nebenan. Ach ja. Gut, das kann ja inzwischen mal hier. Du. Übrigens werde ich auch, was ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, bis auf die erste Folge, dass die Folgenlänge ist ungefähr um wieder 15 bis 20 Minuten setzen. Wird auch ein bisschen konsequenter so sein, einfach weil ich jetzt, ne, im Nachhinein ja schneide von der Länge her und so. Samen hier. Ach, die waren jetzt schon drüben. Ja. Nächstes Mal, wenn sie noch da sind, dann haben wir sie. Ach so, hier war noch eine Höhle. Die wollten wir noch eigentlich reingehen. Weil, kann man da, gibt es da hier einen Eingang oder nee? Hier nochmal die Untertage-Map. Also mit U. Nee, hier nicht. Nee. Hier, das hier. Hier hat man ja nochmal so eine Rüstung-Ding, gell? Maske kann man sich aufsetzen, einen Rucksack, dann noch irgendwelche so komischen Herzdinger, wahrscheinlich Liebes Glücksbringer oder so. Sie helfen in der Liebe und töten dich sonst irgendwie oder so. Genau. Sie kosten Geld und helfen vielleicht auch durch den Placebo-Effekt. Nee, weil ne. Nee. Natürlich alles wirklich Magie hier mit den ne, Glücksbringern und so. Funktioniert auch alles, ist eindeutig nachgewiesen. Muss man gar nicht mehr diskutieren. Ach, war ich hier schon? Nee. Bitte, ich möchte ein ganz kleines Liebes Gedicht vortragen. Nee, Liebesmonster finden. Oder Tier. Ist ja kein Monster eigentlich. Death. Oh. Dich habe ich damit nicht gemeint. Du bist ein dummes Vieh und ein Monster. Oh! Ha! Das ist blöd. Bin ich wahrscheinlich hier irgendwie gefangen. Ja. Ich habe es doch gewusst. Mann! Mistviecher hier. Alles nur Mistviecher. Weißt du was? Ich mache das jetzt so. Das ist durch, ich glaube, durch die Energie, die von Monstern oder Toten irgendwie ne, entsteht, entstehen dann solche Dinge. So. Nee, dann noch so. Wir sind hier eingesperrt. Gehen wir jetzt mal so rein. Floppy Disk. Nisch. Mal liquid. Builder's Wand. Safari Net. Nee, geh weg! Weg! Komm! Nee. Das ist nicht das freigesprengt, oder? Ach gut. Das hat mich ein bisschen genervt, wieder mal. Wie man sich denken kann. Ich bin jetzt einfach mal hier als Spinne unterwegs. Ist jetzt hier nicht so. Ein Orberry Bush. Okay. Kann man so auch Erze anbauen? Aluminium Orberry Busch. Komm, gib Gas, Spinne. Wir sind schneller als dieses Mistvieh. Wenn man nicht gerade irgendwo gegen die Wand laufen. Wo ich dann hoch zu klettern versuche. Also da muss ich natürlich hier
Man sollte vielleicht, sich vielleicht merken, wo man hergekommen ist und so, weil dann kann man sowas auch vermeiden, dass man dann warten muss. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel gerade mal. Ich habe hier schon auf Helligkeit maximal, ne? Von daher, es sollte eigentlich passen, es sollte passen. Wenn man sich ein bisschen anstrengt, vielleicht ne, Vollbildmodus. Sollte man ja sowieso immer haben, irgendwie. Zweiten Bildschirm oder was auch immer. Irgendwo halt. Ich suche gerade dieses eine. Ist das? Chimerite Ore. Was Magicka. Okay. Ach, da mal wieder so Infused Stone. Das glaube ich, sind glaube ich Air Infused Stone. Ich habe ein bisschen Dings gespielt. Feed the Beast Ultimate, daher kenne ich schon so ein paar Sachen. Ne, Morph war dann auch nicht dabei, deshalb war ich auch so ein Noob da und bin es auch noch. Aber eben sowas wie die Infused Stones, so kenne ich schon. Ich habe allerdings nicht weit gespielt, also. Ach, da mal ein Rock Hive. Ja! Na, ich wollte eigentlich noch hinten um die Ecke gehen, aber ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Nicht schlecht, ich weiß. Naja, gut. Kann man ja mal machen. Kann man ja mal machen, einfach mal schlecht sein. Ich hätte allerdings gerne auch mal ein bisschen Skill so zu abwechseln. Muss ich noch ein bisschen was sagen. Ich bin ja hier nicht anspruchsvoll. Nee, geh weg, geh weg. Du hast einen String an. Nee, ach komm. Oh. Hier ist ein String hier drin. Was? Kann ich. Was? Hallo? Ach, ich hör's doch. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich setz mal hier eine Fackel hin. Zeig dich mir. Da bist du. Komm. Ja, ich habe es. Denn. Das ist eins meiner absoluten Favoriten jetzt. Dieses etwas. Denn damit kann ich wirklich fliegen. Also auch nach oben. Nicht nur wie die Hühner hier nach unten gleiten und so, sondern kann ich wirklich fliegen. Glaube ich. So glaube ich zumindest, ja. Denn es soll ja irgendwie realistisch noch, also, ne, morphen so realistisch. In unserer Welt ist es nicht realistisch. Leider wäre ganz lustig auch mal. Dann so seine im echten Leben auch seine Freunde trollen könnte. Allerdings, ne, hier, das machen wir mal auch so. Wie war das? Nee? Hallo? War das nicht so irgendwie? Nee! Wie war denn das? Kommt nicht auf die Reihe. Wie war denn das? Nee, so nicht. Gut, müssen wir mal kurz wieder hier zur Spinne werden, um hier rüber zu kommen. Ja, wie war denn das? Die doch nicht hier irgendwie. Nee, sowas nicht. Man. Nee, der hat man noch nicht wirklich entfernt jetzt hier, oder? Oh. Gibt es da irgendwas in den Controls? So, Morph. Wo bist du? Morph, 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 Morph. Bin wahrscheinlich schon ewig vorbei, ne? Hier. Select. Das geht ja gar nicht. Ah! Ich mach mal kurz hier. Ich schau mal kurz hier nach, ne? Einfach, weil ich's kann. Und ich so gut bin. Feed the Beast Wiki! Zeig mir, was du kannst. Morph. So, zeig mir, was du hast. Kann ich hier inzwischen schon wieder. Kann man eigentlich auch den hier Favoriten entfernen? Nee, es geht nicht. Schade. Wäre irgendwie witzig. Naja, okay. Ist aber. Nee, ist nicht schade. So,
So, was ist Billand Ord of Oil? Also egal. Oreberry. Damit, die kann man, glaube ich, dann anpflanzen, sodass man, ne, hier, Dings und so. Ja. Die kann man mal später in den Fall machen. Um die dann abzuhalten. Okay, dann kann man es gleich so machen. Gut. Zuerst mal noch eine, so eine Messy Chest irgendwie. Messy Chest, yay. Klingt irgendwie, als ob das Gutes wäre. So, Fly. Double Tap Jump to enter Creative Fly. Ja, da. Oh. Jetzt weiß ich, wie es ist. Jetzt weiß ich es. Warte mal. Nee. Ich möchte dieses hier. Nee, es geht nicht mehr. Warum geht das nicht? Hallo? Bist du langsam oder wie? Nee, irgendwie geht das nicht. Es zeigt aber auch mir hier nichts an. Warte mal, ne, man hat ja hier immer so eine Anzeige, was das für Fähigkeiten hat. Die es zum Beispiel hat, ne? So ein Männchen mit einem Dingens dran. Also, wie heißt denn das? So ein Fallschirm dran, um das Gleiten zu signalisieren. Die hat eine Wand und. Eine Waffe? Eine Waffe? Ich weiß nicht. Und die dann da, ne? Brennen an Tageslicht. Ah, Gott, hier, Tageslicht und so. Der hat. Unter Wasser atmen, nehme ich mal an. Hat auch eine Angriffsfähigkeit. Und da wird nichts angezeigt, komischerweise. Ich hoffe, die haben das nicht rausgenommen. Das wäre kacke. Ja, ich möchte nämlich fliegen können. Ja! Weg! Genau das habe ich gemeint mit irgendwann mit, wie wird mich eine Spinne meucheln. Oh, Frame Drop. Drop the Frame! Oho! Nee. So, wir können natürlich wieder schlafen gehen hier, ne? Oh, ich nehme schon 2,5 Stunden auf. Wie üblich halt. Irgendwie, mein Ernst, ist ein bisschen. Oh. Man hört es vielleicht, wie ich es gerade ein bisschen schüttle. Meine Hand ist ein bisschen versteift gerade mal. Nee, ich muss das wissen hier. Was ist das für eine Version hier an Mods? Nö. Habe ich hier gesehen? Warum spawnen die denn da? Warum spawnen da so kleine Mistviecher? Ich weiß nicht. Ist da irgendwo ein Spawner? Ich meine, Skelett-Spawner? Ja, das habe ich ja schon gefunden und so. Aber ist da auch so ein Mini-Ding-Spawner oder wie ist das jetzt hier? Ach, warum greifst du mich an? Hallo, es ist Tag. Hallo? Sind die jetzt alle an oder wie? Die sind alle einfach auf mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Habe ich hier eigentlich irgendwas? Nee, achtmal. Ne, ich werde hier natürlich ein bisschen auch drauf schauen, dass ich da ein bisschen sparsam umgehe. Die auch nicht unendlich habe, natürlich. Warum brennen? Hallo, es ist Tag. Achso, jetzt haben sie es kapiert. Draußen nervst du mich gerade ein bisschen. Jetzt bin ich der Agro-Mensch, ja? Also der Agro. Die Agro-Person. Kann man wilde Tiere als Personen bezeichnen? Ich glaube nicht, ne? Naja, okay. Komm her, komm ins Licht. Ach komm, du willst mich doch jetzt verarschen hier, oder? Tschüss. Das Gute ist ja, ich bin schneller als die, ne? Spinne. Hallo.
greif sie an! Ja, greif sie an! Los! Komm, greif sie an! Nee? Okay. Dann nicht. Naja. Gut, dann greif ich euch an. Kann ich am... Hallo? Wie greifst du mich von da unten? Das ist so ein großes... Komm her, Zombie. Dummer Zombie. Komm her. Hallo? Ja, genau. So, ich brauche... Ja, mein Kleiner, komm her. Nee, ich weiß wirklich nicht, wie es, was mit dem Fliegen jetzt hier los ist. Hallo! Hallo! Ach ja, die werden dann noch eine Zeit wieder nicht aggro. Gut. Man merkt vielleicht schon, dass ich wieder ein bisschen rumblöde hier. Das liegt einfach zum gewissen Teil zumindest daran, dass ich jetzt schon wieder 2,5 Stunden aufgenommen habe. Dafür, dass es viermal die Woche kommt, ist es auch genügend, würde ich sagen, für die nächsten 1 bis vielleicht sogar 2 Wochen. Ah, mal sehen. Also von der ersten Folge, ne? Für eine Woche würde ich sagen, 1,5 Wochen vielleicht. Weil wir haben ja die erste Folge ein bisschen länger. Ja gut, ich würde sagen, dass wir hier dann auch einen kleinen... Diese Aufnahmesession dann die letzte Folge war. Was mache ich hier denn für ein Wasser? Das ist ganz normales Wasser. Okay. Fast ein bisschen langweilig, aber... Okay. Muss ja nicht alles hier spektakulär sein. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen soll hier jetzt bitte. Hat gar keinen irgendwie. Wenn ich einen Flügel sieht oder so. Kann man das eigentlich so verwenden? Ja. Ja, stimmt, das habe ich ja auch schon so gesehen. Ne, es will irgendwie nicht funktionieren. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe sogar Enable Flight On hier vom Server. Könnte rein theoretisch mit einer Mod sich da so Flugkünste cheaten. Aber das macht natürlich hoffentlich keiner. Soweit wird das hoffentlich passen. Aber wie gesagt, ich würde mal sagen, dass hier mal diese Aufnahmesession der Ende findet. Dann sehen wir uns ja beim nächsten. Also, ja, für euch geht es ja nahtlos hoffentlich weiter. Wenn ich nicht gerade irgendwie die nächste Aufnahme verpeile, muss ich ziemlich hoch. Ich bin ziemlich tief. Das heißt, ich bin dann relativ hoch sogar. Naja, gut. Dann in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, warum die Absage ist gerade total sinnlos, wenn ich die Tour durch aufnehme. Ja, ciao. Ich lieb doch so viel. Dieses Outro wurde Ihnen präsentiert von der Schwachkopf GmbH.